Dann will er nicht mehr zuhauen. Oder reiß ihn bevor. Ich habe vergessen, ich habe noch eine Schürze auf. Wenn ihr nur denen zuhört, die euch zuhören, was in der Kirche ist, ja, wie in der Kirche, so YouTube. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Selbstsüchtigen? Und wenn ihr nur denen gebt, von denen ihr sicher seid, es wieder zu bekommen, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Egoisten und Wucherer? Nein. Tut Gutes an. Liebet eure Feinde. Thank you.
was erzählen. Lass ihn sprechen. Was bist du für ein Arschloch? Sag doch einfach. Ist doch ein Mikro, sprich doch rein. Ich hätte ihn sprechen lassen. Klaus Christus, Erlöser komplett. Moment. Ja, ja, du hast keine Zeit. Schau mal. Moment. Ich gehe jetzt noch einmal, zwar zum letzten Mal weg. Jetzt magst du dich nicht mehr. Das dauert nur noch rum, weil ich freundlich bin. Das ist wahnsinnig. Du machst dasselbe und erwartest ein anderes Ergebnis. Was will er? Will er sich wichtig tun? Er ist nicht wichtig als das, was ich vorgetragen habe. Ja, das ist jetzt von dem anderen Typen. Also, hier möchte noch jemand reden. Ja. Genau. Kind, die deren Gewalt ablehnen, lässt hier einen Friedlichen, der diskutieren will. Und dann lässt einfach die Treppe runterschossen. Aber er ist jünger, du musst ihm zusagen. Ja, du hast recht. Du musst dich mit denen laufen. Ja, komm, geh drauf ein. Hör auf, lass den ausreden. Wenn ihr sonst Mikrofon schreien würdet, würden wir dich viel besser verstehen. Das ist sinnvoll. Mach das. Wenn nicht, ist es ein Arschloch und ist zu Recht gut. Dann mochte ich den wahrscheinlich nicht. Veranstaltung weitergeht. Ja? Ich? Die wollen euch jetzt bitten, mal ein bisschen nach hinten zu gehen. Sie wollen alles und aufhören, zu schweigen, zu unterbrechen und Herrn Kinski zu provozieren. Lassen Sie bitte Ihren Text, kleinen Text sprechen, dann können Sie Ihren Text sprechen. Das finde ich sinnvoll. Mach eine Fußnote für später. Das hier ist mein Laden. Meine Manager haben die Deutschlandhalle gemietet, damit ich auftreten. Ja, ganz genau. Der bei meiner Vorstellung besser zu sagen hat als ich, der soll mir gefälligst nicht auf den Wecker gehen und 5000 Zuschauer in den Arm knauen. Das stimmt nicht. Vollkommen recht. Ich hab Geld bezahlt. Das ist doch nicht sinnvoll. Für unsere Kinder. Ja. Rufen die Mütter und Väter, die mit ihren Kindern gekommen sind. Sich Macht aneignen.